Willkommen in Pirna, der Stadt der Giebel, Erker und Portale, aber auch der Sprüche und Überlieferungen. Im Jahre 1233 wurde Pirna in einer Urkunde erstmals erwähnt. Im Erlenpeterbrunnen darf der müde Stadtbummler seinen Durst stillen, eingeladen vom Erlenpeter höchst selbst. Der Erlenpeter bin ich genannt, armen Leuten wohl bekannt. Wer nicht Geld hat in seiner Tasche, der trinkt mit mir aus meiner Flasche. Dem Brunnen verbunden ist auch eine Sage, meine Lieblingssage von Pirna, die berichtet, dass im Jahre 1549 die Stadt anfing, dieses gute Wasser zu verkaufen, woraufhin der Brunnen vertrocknete. Um den Brunnen wieder zum Fließen zu bringen, musste nun eine hohe Summe an Geld aufgebracht werden. Geschichte mit Geschichten, Diskussionen, Gesprächen, Aktivitäten für Kinder und Jugendliche lebendig werden zu lassen, darin sehe ich in erster Linie die Aufgabe der Museumspädagogik. Geht es um Stadtgeschichte, enden wir natürlich nicht an den Türen des Museums, sondern besuchen mit den Gruppen gemeinsam die Stadt. Um sich die Reihenfolge der Gassen in Pirna besser merken zu können, haben sich die Einwohner von Pirna eine Eselsbrücke gebaut. Ein langer Barbier schoss den Schuh zum Schmied. Die malerischen Gassen und Portale laden zum Verweilen ein. Der Engelserker prangt an dem nach ihm benannten Gebäude in der Barbiergasse 10. Am entgegengesetzten Ende der historischen Altstadt gibt es ein Gegenstück zum Engelserker, den Teufelserker. Der ohne Demut grinsende Blick in Richtung Kirche löste im Mittelalter einen Skandal aus. Deshalb der Spruch: Ich wollt's so haben. Was fragst du danach?